Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dämonikon. Wir sind hier in einem Verlies, ne? In einem Verlies. Und zwar haben wir die ersten drei Siegel, die haben wir gebrochen und haben da also auch Entscheidungen getroffen, wie die zukünftige Kirche sein soll. Wir entkommen dieser Entscheidung ja nicht. Ich kann mich ja nicht entscheiden, diese Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Wir haben also schon drei Entscheidungen getroffen. Erstens mal soll es die Ehe geben, zweitens mal keine Taufe und drittens mal keine Priesterweihen. Das sind die drei Dinge, die wir entschieden haben. Das wird ein lustiges Chaos, das wir da haben, beisammenkriegen. Mittlerweile hat Calandra uns erzählt, dass sie Vater gefunden hat und dass der in irgendeinem Verlies ist. Dann hat sie uns diesen Gang hier aufgemacht, aber ich vermisse das Questzeichen. Jetzt lauf mal einfach mal los. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung. Oh Mann. Da passiert schon wieder irgendwas Unangenehmes. Na ja, komm. Dann machen wir doch mal hier dieses Eis hier. Wenn da sowas Großes kommt. Komm. Ja, euch... Oh, dann wieder Pesthauch oder Vergiftung. Genau, ihr könnt vergiften, ich weiß es. Du hüpfst wieder eine Runde. So, kommen da noch mehr von euch? Komm mal her. Ah, schau mal an, da kommt ein Bobadianer. Oh, wo schmeiß ich denn hin? Nicht gut. Komm her, Junge. Du bist in jedem Fall mein Feind. So oder so. Dann komm. Ja, komm schon. Hau drauf, Chiron. Hau drauf. Und nochmal. So, dann sollte ich vielleicht gucken, dass ich hier wegkomme. Joey, du störst. Also das Hundi stört mich leider ein bisschen, Leute. Tut mir leid. So, dann werfen wir mal mit dem Messer. Und Eis. Oh Mann. So, komm. Komm, komm, komm. Und. Jawohl, yippie. Oh, da kommt vielleicht das nächste üble Vieh. Eis. Komm. Komm, und nochmal. Chiron, hau drauf. So. Da hinten ist dieser Bobadianer. Den müssen wir irgendwann, wenn er sein. Müssen wir den mal vereisen. So, und dann hauen wir ihm eins auf die Mütze mit dem Großen. Genau. So. Weiß nicht, was du für einer bist. Du bist mir jetzt nicht ganz so gefährlich. Ich will nicht hoffen, dass diese Pestdamen wieder auftauchen. So, komm. Noch mehr? Oder haben wir es jetzt erstmal? Nee, sieht nicht so aus. Da wird wohl noch irgendwas kommen. Also gut, dann laufen wir jetzt mal um die Ecke. Da scheinen wir noch längst nicht alle zu haben. Und nach wie vor weiß ich ja eigentlich nicht, ob ich wirklich richtig bin. So, komm. Einmal um die Runde, Chiron. Genau, einmal um die Runde. Und jetzt mach, dass du da wegkommst. Mach mal, dass du da wegkommst. Die sind unangenehm. Ja, ja, macht ihr nur. So, und mal ein bisschen Messer. Und nochmal den Eiszauber. Genau, jubi. Und einmal um die Runde. Nochmal um die Runde. Jetzt nehmen wir vielleicht dann doch mal einen Heiltrank. Ne? Das kann immer nie schaden. Oh, die lassen mich nicht zum Eiszauber kommen. Oh, die lassen mich nicht zum Eiszauber kommen. Irgendwie klappt's nicht. Gut. So, komm schon. Wo bist du? Komm, auf geht's. Los. Juppie. So, habe ich jetzt endlich alle? Oder kommen noch mehr? Das nimmt offensichtlich kein Ende. Ich weiß nicht, ob Calandra uns da irgendwie verarschen wollte. Weil nach wie vor sehe ich kein Questzeichen. Also gut, dann laufen wir halt nochmal vor. Dann kommen dann wahrscheinlich gerade wieder die nächsten. Machen wir mal mit dem Messer. Bist du der Letzte? Da kommen noch mehr. Gut, das macht dem gar nichts aus. Dann komm, Eis. Und... Die kommen immer in diesen Massen hier. Chiron, mach, dass du da wegkommst. Mit denen ist nicht ganz so gut Kirschen essen. Stelle ich fest. Ah, da hinten ist wieder einer von denen. Von dem Bobadianern. Tupi, 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 tupi. So, komm. Heilung, 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 Chiron. Und mach, dass du da wegkommst.
So. Yessi! Und einmal rundrum Schlag. So, komm. Los, Chiron, schlag zu. Mal von oben noch das Ganze. Genau, so. Und jetzt nochmal einmal Eis. Yessi, komm, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. So. Und weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. So. Komm schon, auf. Los. Rundumschlag. Und noch ein bisschen Heilung. So. Komm schon, Eis. Jetzt haben wir dich, Junge. Oh, du bist schon wieder ge... Ja. Okay, wenn du in der Kugel bist, habe ich keine Chance, glaube ich. Na gut, dann hauen wir halt mal dieses andere Vieh. Und heilen nochmal. Und passen mal auf, dass wir dem da... Komm schon, Chiron, auf jetzt. Komm. Los geht's, jetzt haben wir dich. So. Na komm schon, Junge, los, los. Oh Mann, da hinten, das nimmt kein Ende. Hunderte von diesen Viechern. Mhm. Okay. Mal ein bisschen mit dem Messer arbeiten. Okay. Jetzt haben wir sie. Ein Opferherz. Mondgeronnenes Blut. Leuchtende Glaskugel. Okay, dann haben wir die jetzt also erstmal alle fertig gemacht. So, jetzt gucken wir uns hier noch so ein bisschen um. Da leuchtet's. Da haben wir bestimmt wieder was Grünes. Oh. Können wir immer nicht. Können wir nicht mitnehmen. Okay, dann laufen wir hier rum. Ich weiß ja nicht, wo wir Vater finden werden. Ob wir überhaupt richtig sind. Nach wie vor bin ich mir nicht sicher. Doch, sieht so aus. Okay, und ob wir da jetzt weiterhin unbehelligt bleiben können? Kleiner Augenblick, ihr Lieben. Wir hoffen ja auch wirklich sehr, dass das, was Calendra uns für Vater gegeben hat, wirklich ein Schmerzmittel ist. So, dann gucken wir um die Ecke. Können wir da einfach rein? Können wir. Oh, ein Heiltrank. Gott sei Dank. Heiltränke sind immer nicht schlecht. So. Und hier haben wir was? Schlösser knacken. Bitte noch ein paar Heiltränke. Klingenhöhler des Alchemisten, süßliches Krötenschemelgift. Entschuldigt, nicht südliches. So. Da vorne geht's dann weiter. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier erstmal einmal durch. Wo geht's weiter? Wir laufen direkt drauf zu. Okay. Bin ich schon einmal drum rumgelaufen, aber wir haben, glaube ich, auch alles mitgenommen, was wir so brauchen. Schau eine an. Was haben wir hier? Benutzen. Da ist Vater. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, sieht nicht gut aus. Vater, dein Auge. Hm. Bloß das Auge wäre, hm? Ich habe noch ein zweites. Ist wie mit meinen Beinen. Schande. Ich habe dich kämpfen gehört. Und zaubern. Seit meiner letzten Lektion hast du fleißig geübt. Mhm. Chiron, ich bin froh, dass du es bist, der mich holen kommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Vater, es ist schön, dich wiederzusehen. Calendra. Was willst du? Großmut zeigen? Und mich bei deinen Glaubenskriegern aufnehmen? Wir bieten dir unsere Hilfe, alter Mann. Nimm sie oder lass es bleiben. Sie hat es mir gezeigt, Calandra. Du bist Segals Tochter geworden. Deine Gabe macht dich zu Azerils Geschöpf und zum Werkzeug des Dämons. Ich finde, dass er recht hat. Du hast dich verändert, Calandra. Du willst die Wahrheit? Das ist sie. Ja. Was wisst ihr schon von der Wahrheit? So viel wie du. Ich höre mir das nicht länger an. Chiron, bring diesen alten Narren in unser Lager. Vielleicht kommt er dort zur Vernunft. Du bist wirklich...
Ja. Nimm das hier, gegen die Schmerzen. Wir hoffen mal, es ist wirklich ein Schmerzmittel. Danke, mein Sohn. Was wollte Azarel von dir? Hat sie dein Auge nur aus Rache genommen? Erst sagte sie, ich solle klar sehen. Sie schilderte mir, wie gierig Kalandra ihre Unterweisungen aufgesogen hatte und wie sie begann, Segal als ihren Vater anzunehmen. Dann sagte sie, dass jede Erkenntnis ihren Preis hat und dass der Preis angemessen sein müsse. Dann nahm sie mein Auge. Vater und Azarel, kommen wir mal wissen. So viel Rachsucht, nach so vielen Jahren. Was habt ihr getrieben, Eines Kinder? Eines habe ich dir bis heute verschwiegen. Ich schämte mich zu sehr. Ja, dann ruck mal raus. Azarel und ich waren einst Ja, das war ja schon Paar. Nix Neues, Papa. Was? Für sie verließ ich das Kleeblatt. Meine Freunde Parel und Fergolosch. Schon damals verehrte sie Borbarat. Es war mir egal, ich liebte sie. Doch sie hat sich mir nie wirklich geöffnet. Im letzten Moment wich sie immer zurück. Ich dachte, dass sie mit mir spielte, dass sie mich herausfordern wollte. Doch mit jedem Schritt, den ich ihr folgte, entfernte sie sich weiter von mir. Vor meiner Liebe floh sie immer tiefer in den Borbaradianismus. Und schließlich benutzte sie Segal, um mich loszuwerden. Vielleicht glaubte sie, sie hätte keine andere Wahl. Komm weiter zuhören. Machte sie Segal zu ihrem Liebhaber? Schlimmer. Sie benutzte das Ritual, in dem eure Gaben erschaffen wurden. Sie ließ uns in einem großen Wettkampf antreten, dessen Preis sie geheim hielt. Sie sagte, dabei solle sich erweisen, wer der Beste unter uns sei. Ich glaubte, es ginge um ihre Liebe. Doch als Segal und ich uns zuletzt gegenüberstanden, enthüllte sie die Wahrheit. Der letzte Kampf zwischen ihm und mir fand niemals statt. Sondern? 7 Kinder von 7 Jungfrauen. Jemand musste sie zeugen. Segal und ich gehorchten. Erst später begriff ich, dass sie mich damit ein für alle Mal zurückgewiesen hatte. Diese Erkenntnis brachte mich dazu, euch zu rauben. Und dafür hat sie sich nun revanchiert. Okay, und der Auftrag? Chiron, bring mich hier raus. Ich kann nicht mehr. Keine Sorge, Vater. Gut, dann gehen wir jetzt. Beeilen wir uns. Ja, also. Nicht identifiziert, ein Schwert. Was soll ich denn mit einem Schwert, Leute, ehrlich? Wir identifizieren es trotzdem mal. Rang 6. Naja, solange du ein Schwert bist, finde ich es nicht ganz so dramatisch. Was haben wir denn hier noch? Ring des Markgrafen. Parade überreden. Den haben wir an. Genlas Glücksbringer. Parade überreden, feilschen. Wir nehmen Genlas Glücksbringer. Hm? Den ziehen wir jetzt an. Genau. So, okay. Sonst noch irgendeine coole Kette? Gabenschaden plus 4, also das lässt sich kaum. Doch, das lässt sich wirklich kaum toppen. Wir belassen das. Wir belassen das und vielleicht können wir jetzt endlich, ihr Lieben, möchte ich... Jappa, Grobschmied verbessert. Vollendet. Das finde ich gut. Das übernehmen wir, weil ich jetzt nämlich meine Rüstung verbessern kann. Genau. So. Massiver Dämonenharnisch. Den haben wir an. Zeichen der Kühnheit. Lass mal gucken. Permanent plus 2 Attacke. Zeichen der Konzentration. Gabenschaden plus 1. Zeichen der Kraft. Körperkraft plus 1. Zeichen der Gewandtheit. Gewandtheit plus 1. Ja, okay. Zeichen der Kühnheit, Attacke plus 2. Okay, also das machen wir schon mal. Einmal Zeichen der Kühnheit. Und das geben wir dem Harnisch. Genau. Okay. Gut, dann werden wir noch kurz schauen, ob wir unsere Konstitution ein wenig verbessern können. Und ob wir hier weitermachen können. Nee, können wir nicht. Da ist auch soweit alles verbessert. Kommen wir...
Nova 2, ja gut, okay. Gut, dann übernehmen wir das und jetzt müssen wir mit Segal sprechen, scheint mir. Und? Ist der Verräter jetzt frei? Ah, mein Gott. Vaters Auge. Azzaril hat ihm sein Auge genommen. Mhm. Es war schrecklich. Was macht ihr hier eigentlich schon wahrscheinlich wieder? Wahrscheinlich wollte sie sich rächen. Ich glaube, er weiß sehr genau, warum sie ihn so hasst. Ja? Wo gehen wir jetzt hin? Ach so, zu den nächsten Siegeln. Richtig, wir müssen ja in den anderen Trakt. Und er verschweigt es. Das Lügen war schon immer seine Gewohnheit. Ja. Aber Kopf hoch. Drei Siegel warten noch auf dich. Beichte, Initiation, Fleisch und Blut. Fleisch und Blut. Über welches möchtest du etwas erfahren? Sag mir einfach, womit ich rechnen muss. Genau, sehe ich auch so. Beichte. Was hat es mit dem Beichtesiegel auf sich? Mhm. Die Beichte ist ein Mysterium der Zweisamkeit. Ein Ritual des gemeinsamen Denkens. So kann man das natürlich auch sehen. Geh in die Bibliothek. Aha. Es ist ein Rätsel. Oh no. Ich bin kein Bibliothekar. Trotzdem wirst du das Rätsel lösen müssen, wenn du an den Schlüsselstein kommen willst. Okay, gut. Was ist mit der Initiation? Was Initiation? Weißt du über das Initiationssiegel? Mhm. Die Initiation macht das Mädchen zur Frau, den Jungen zum Mann und den Schüler zum Gelehrten. Ich brauche keinen Vortrag. In manchen Ländern muss man kämpfen, in anderen ein Opfer darbringen. Och, Jesus. Du wirst beides tun. Durchsuche das Kloster nach Blutblattsträuchern. Mhm. Wenn du genügend gepflückt hast, verbrenne sie in der Schale zu Füßen der Statue Borbarats. Dann kommen die Feinde. Und dann muss ich kämpfen. Ja, glaube ich auch. Kluger Junge. Ach ja, das war ja jetzt nicht so schwer, oder? Fleisch und Blut? Fleisch und Blut. Es gibt hier einen Pavillon, der von Schwarzwein überrannt ist. Ach, mal wieder. Du weißt, wie Schwarzwein entsteht? Mhm. Die Pflanze trinkt das Blut von Menschen. Und andere Menschen trinken dann den Saft der Schwarzweintrauben. Genau. Manch einer würde sagen, sie trinken Menschenblut. Ja, so kann man das sehen. Ich finde den Siegelschlüssel dort im Pavillon. Wenn dich der Schwarzwein nicht verschlingt. Na wunderbar. Das ist doch richtig schön, oder? Das macht richtig Spaß. Gut, dann... Da gibt es nichts mehr zu sagen, genau. Dann gehen wir jetzt. Okay. So, dann gucken wir uns hier aber trotzdem erstmal um, wie üblich. Jetzt können wir ja eigentlich alle Kisten aufmachen, glaube ich. Gut, hier sind die... Die Siegel. Ich weiß auch gar nicht... Vielleicht sollten wir nochmal zu dem Händler gehen. Ich glaube, das kann nicht schaden. Zu dem Händler zu gehen kann nicht schaden. Genau. Dann denke ich, so da unten ist auch ordentlich was los. Irgendwie müsste man das doch schaffen, zu dem Händler zu gehen. Da sind wahrscheinlich auch irgendwo diese Banner. Einmal rumgucken, oder? Ja, einmal rumgucken. Einmal rumgucken ist immer gut. Ja, man findet gar nichts. Lass mal gucken, wo geht's denn... Da ist ein Questziel und da ist ein Questziel. Und da oben geht's, glaube ich, raus. Sollen wir jetzt schon zum Händler gehen? Lass mal gucken, wie sieht's denn aus? Ah ja, und noch geht's einigermaßen mit den... Mit den Heiltränken. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ist doch wirklich nicht zu glauben, oder? 1, 2, 3. Wo sind wir denn? Gut. Da geht's zur Tür raus. Na, dann laufen wir mal darum, oder? Mal gucken, was wir da zuerst erwischen. Entschuldigt bitte. Ich habe leider immer noch diese blöde Erkältung. Gut, kann ich dich mitnehmen? Nein, benötigte Rang 7. Damit könnte ich bestimmt coole Heiltränke machen. Da ist eine Kiste. Ist da irgendwo eine Falle? Sieht mir nicht so aus, oder? Dann laufen wir mal rein. Reiner Alkohol, Blutsteintaub. Da noch irgendwas? Da höre ich schon wieder so komische Geräusche. Lass mich mal gucken. Du bist die Schwarzranke, oder? Anschauen. Mhm, der Schwarzwein hat die gesamte Hecke überwuchert. Ja, das ist ja fein. So, lass mich mal hier reingucken. Da leuchtet's. Wenn es irgendwo leuchtet, lass uns da mal reingucken. Das sieht mir irgendwie nach Falle aus, oder?
Da ist ein Kästchen. Aber wo, das ist bestimmt wieder eine Falle. Ja, mach mal, dass du da wegkommst, Chiron. Mach mal, dass du da wegkommst. Das war ja klar. Also müssen wir erstmal die Fallenentschärfung finden. Gut, dann laufen wir mal da lang. Oh. Komm. Ihr mit euren blöden Tentakeln. Chiron, wo schießt du denn wieder hin? Komm her. Es sind da viele Tentakel. Echter Hammer. Ich denke, wir machen das jetzt einfach mal auf diesem Weg hier. Komm, ein bisschen Eis. Schadet auch nichts. Eigentlich sollten wir ja Schluss machen mit der Folge. Die geht bestimmt schon wieder ganz lang. Komm. So aus der Entfernung kannst du mir ja eigentlich nicht viel machen, oder? So. Schade. Kein dämonisches Fieber. Hau mal drauf, Chiron. So, dann haben wir dich. So, komm, Eis. Und hau drauf, Chiron. Wunderbar. So. Da noch mehr? Nein. Und da ist irgendein Hebel, mit dem wir noch nichts tun können. Ja, das ist natürlich doof. Okay, dann laufen wir jetzt wieder zurück. Wahrscheinlich müssen wir hier erst sämtliche Tentakel kaputt schlagen. Ich denke, das machen wir jetzt in der Folge noch, auch wenn es dann halt ein bisschen länger dauert. Da sind noch so ein paar Tentakel. Wahrscheinlich kommen nach den Tentakeln irgendwelche anderen Fiesen. Komm. Noch mehr? So. Zarter Tentakelmuskel. Auch wie ein Leckerchen. Oh Mann, Leute, ich bin immer noch erkältet. Ist ja wirklich schrecklich. So. Kann ich das jetzt mitnehmen? Mhm. Das kann ich mitnehmen. Ein Antidot. Okay. Anschauen. Da liegen Skelette. Der Schwarzwein hält sie fest umschlungen und hat alles Leben aus ihnen herausgesaugt. Okay. Leute, wir machen das nächste Mal weiter. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ciao.